Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir den monatlichen Überblick gestalten. Dafür brauchst du einmal unser Bullet Journal, Scribbles That Matter oder jedes andere, was du hast. Den Friction Highlighter. Einfach Bleistifte von Cover Castell habe ich dir hier. Dann den Micron Fineliner, der ist wirklich sehr hilfreich. Und mein Brush Pen Set, das ist auch sehr hilfreich, vor allen Dingen, wenn ich später die Herzchen ausmalen möchte. Ja, und dann geht es auch schon los. Und dafür müssen wir jetzt erstmal Juli in das Journal bekommen. Und das ist gar nicht so einfach, weil es muss ja eigentlich immer so relativ mittig geschrieben werden. Ne? Also ich schreibe immer mit Bleistift vor, weil das kann ich immer alles wieder wegradieren, das ist ganz praktisch. Und glaubt nicht, dass das, was du hier siehst, alles ist. Ich habe das gefühlte 50 Mal wegradiert, bis ich dann den Monatsnamen und darunter die Übersicht stehen hatte. Also glaubt nicht, dass mir das so leicht von der Hand geht. Es dauert halt, ne, bis alles so ist, wie du das haben möchtest. Ist auch gar nicht schlimm. Dafür gibt es ja ein Radiergummi und dann radieren wir eben fleißig, bis alles so ist, wie es uns gefällt. Der 1. Juli ist ein Montag, daher ist das ziemlich einfach. Ne? Also ich schreibe dann halt einfach immer die jeweiligen Zahlen unter die Wochentage und mache das für den ganzen Monat immer 7 Tage lang. Bei mir startet das Ganze auch am Montag bis Sonntag. Viele, vor allen Dingen unsere amerikanischen Freunde, die machen das ja von Sonntag bis Samstag. Da kann ich mich so gar nicht dran gewöhnen. Ich mache das immer von Montag bis Sonntag. Für mich geht irgendwie Montag die Woche los. So, jetzt ziehe ich mir einfach diese Hilfslinien, um gleich die Herzchen da einzutragen. Ja, erst einmal der Monat fertig und dann kommen die Hilfslinien rein. Die kommen einmal nach oben, da siehst du sie schon. Und dann hier unten weiterführen, kommen auch noch Hilfslinien rein. Zwischen diese Linien kommen gleich meine Herzen. Ja, und jetzt wird es ernst. Jetzt nehme ich nämlich den Micron Fineliner und mal den Monat nach, also Juli. Jetzt kann sich das alles auch immer noch ein bisschen ändern, weil ich habe ja extra mit Bleistift gemalt. Ne? Also wenn mir das nicht gefällt oder wenn ich glaube, dass das nicht so richtig passt, dann male ich das einfach so nach, wie ich das haben möchte und nehme das nur als Hilfe. Und dann kann ich das gleich wegradieren. Ne? Und jetzt alle Buchstaben, also alle Linien, die nach unten gehen, die male ich jetzt etwas dicker. Dann sieht das nämlich aus wie in der Kalligrafie, ne? Da, als hätte ich das mit so einem speziellen Stift gemalt. Also alles, was nach unten läuft, wird etwas dicker gemalt. Dann sieht das aus wie in der Kalligrafie. So, und jetzt kommen auch schon die Herzchen rein. Ich lasse die einfach in jeder Form
und Größe in jede Richtung wachsen. Ne? Als ob jemand diese Herzchen von unten reingepustet hätte und die einfach hier so über den Juli drüber ziehen. Deswegen, ich möchte das gar nicht ordentlich haben. Ich möchte auch nicht, dass jedes Herzchen gleich aussieht. Also es soll wirklich einfach so dahin gemalt sein, ne? Gescribbelt eben. Herzchen habe ich jetzt sogar schwarz gemacht. Ja. Ich fand das ganz nett, weil jetzt kommen die hellen Farben. Jetzt nehme ich diese Brush Pen und male damit einfach in verschiedenen Rot- und Orangetönen die Herzchen aus. Ne. Also einmal ein helles Orange, dann habe ich hier ein Pink und dann noch ein Rot. Und so passt das irgendwie alles zusammen, aber ist dennoch unterschiedlich. Thank you.
du kannst jetzt sehen, ich habe gar nicht alle Herzchen ausgemalt. Ein paar bleiben einfach ja, durchsichtig sozusagen. Und dann radiere ich hier jetzt meine Hilfslinie weg und auch alles, was sonst noch vom Bleistift übrig ist, wird jetzt erstmal ganz ordentlich wegradiert. Das hat ja jetzt in dem Monatsüberblick nichts mehr zu suchen. Ja, und dann nehme ich noch letztendlich meinen Frixion Highlighter und mal einfach einmal über Montag bis Sonntag drüber. Ich fand, das sieht ganz schön aus und das pastellfarbene Rosa passt schön zu dem restlichen Layout, also zu den Orange und Rosa und Pinktönen. Ja, deswegen habe ich das jetzt hier nochmal gemacht und dann ist das Layout auch schon fertig. Ja, ich hoffe, dir hat unser Monatsüberblick gefallen und du hast eine Idee, was du so für den Monat Juli alles machen kannst. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.